die Türme der Frankfurter Banken, keine 500 Meter entfernt, ist am Abend der Teufel los. Das Bahnhofsviertel hat seine Pforten geöffnet und alle kommen zum Gucken. Das Verruchte, Schmuddelige, für eine Nacht darf auch der brave Bürger ganz nah ran. Und für den kleinen Flirt mit der Rotlichtwelt wird hier sogar Schlange gestanden. Sie warten vor der Bar My Way, um ins Bordell darüber gelassen zu werden. Er bietet hier Führungen an. Auch viele Frauen wollen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ich zeige eine Welt, die sie nicht kennen. Sie bekommen einfach mal ein Gesicht zu sehen. Was ist denn eigentlich heute noch eine Prostituierte in dem Bordell? Man erlebt sowas nicht jeden Tag und ich würde gerne mal wissen, wie das aussieht. Los geht's im sogenannten Wirtschafterraum, mehr oder weniger die Zentrale des Laufhauses. Bernd von der Security kommt mit. Ab 4 Uhr nachmittags bis in den frühen Morgen muss er hier die Lage im Griff haben. Alle warten gespannt auf interessante Puffgeschichten. Hier sind 34 Zimmer und 4 sind gerade frei. Jeder von euch, vor allen Dingen die Frauen, könnten jetzt sofort beim Bernd ein Zimmer mieten, stimmt's? Auf alle Fälle. Ihr versteht langsam den Sinn dieser Tour. Und 2 Jahresverträge machen wir heute. Ne? Jeder darf dann auf eigene Faust hoch zu den Mädchen. Wenn kein Kunde da ist, darf man auch reingehen und mit den Prostituierten reden. Von vorne zeigen will sich vor der Kamera keine, nein, auch kein Interview. Nur Lilly ist bereit, ein wenig über ihren Job zu plaudern, wenn wir ihr Gesicht nicht zeigen. Lilly ist 27, Rumänin wie die meisten hier. Das ist ihr Arbeitszimmer, in dem sie auch wohnt. Für 140 Euro pro Tag. 5-6 Freier braucht man allein, um die Miete zahlen zu können. Alles darüber hinaus kann sie behalten. Ich schicke fast alles nach Hause, zu meiner Familie. Sie brauchen mein Geld, um zu leben. In Rumänien gibt es kaum Jobs. Sie haben keine Arbeit dort. 20 Minuten kosten bei Lilly 25 Euro. Das Geld sitzt bei den Kunden nicht mehr so locker wie früher. Es gibt viel Konkurrenz aus dem Internet. Die 40-50-Jährigen zahlen gut, aber die Jüngeren nicht. Da gibt es oft viel Diskussion, Hektik, Streit und ich muss am Ende den Alarmknopf drücken. Wenn wir nicht hauen müssen, dann hauen wir auch nicht. Wenn es sein muss, dann ja. Und wenn nicht, werden die festgehalten, dann wird die Polizei angerufen, dann nehmen die mit. Im Laufhaus geht es an diesem Abend zu wie in einem Taubenschlag. Jeder will einmal im Puff hinter die Kulissen schauen. Die nüchternen Flure, die netten Mädchen. Manche hatten es sich irgendwie anders vorgestellt. Ja, es ist ein bisschen heruntergekommen. Ich habe jetzt nur eine einzige gesehen. Die war ganz nett, mit der konnte man sich ganz gut unterhalten, ja. Lilly lebt schon seit 6 Jahren in Deutschland und hat wenig Kontakt zur Außenwelt, weil sie das Bordell immer nur für kurze Zeit verlässt. Ab und zu gehe ich raus, ein wenig einkaufen oder spazieren, aber ich muss viel arbeiten. Der Job ist nicht so gut, er macht mich müde. Irgendwann muss ich aufhören und wieder ein normales Leben führen. Draußen geht die Party weiter. Mehrere tausend Rotlichtviertel-Flaneure ziehen durch die Straßen bis in die Morgenstunden.